Zack. Oh, Freedom Squad Beinplatten. Fast so gut wie der Freedom Squad Hoodie. Zack. Alles weggepackt. Freedom. Was macht denn Bob noch immer da hinten? Mal, dass du wegkommst, Bob. Freedom, es war mir eine Ehre, aber fürs Erste haben wir jetzt erstmal eine andere Mission. Minecraft Sky. Hallo Zombie! Hallo Paluten, willkommen in der Welt von Minecraft Sky. Ja, meine Damen und Herren, die erste Folge von Minecraft Sky und definitiv nicht die letzte. Ab sofort gibt es das Projekt täglich ab 14 Uhr. Was ist denn das Ganze hier, Zombie? Wieso hängen wir hier so mitten in der Luft? Keine Ahnung, ich bin schon seit Wochen hier. Seit Wochen? Wir haben uns doch heute erst verabschiedet. Da habe ich mit Edgar geredet. Und da, hier soll's irgendwelche... Edgar, den kenne ich ja noch. Ja, ja. Es gibt tolle neue Technologien angeblich hier. Und auch ein bisschen Magie soll's geben. Also, ich habe eine Holzaxt. Das neue Technologie. Ich weiß nicht, ob das neu... Also, ich glaube nicht. Ja, meine Damen und Herren. Nicht nur Zombie ist bei diesem Projekt dabei, sondern auch viele weitere mehr. Unter anderem Maudado. Und um das von vornherein kurz mal zu klären, der gute alte German Let's Play... Der hatte nicht ganz so Lust auf dieses Projekt und der ist da einfach mal ausnahmsweise nicht dabei. Aber, meine Damen und Herren, bald startet ja auch Minecraft Return zusammen mit Manuel. Deshalb, Chili Milli, alles im grünen Bereich. Oh, und es wird schon Nacht. Das ist keine gute Sache. Hier, du brauchst was zu essen. Oh, das überlebst du hier. Karotten, danke schön. So, warte mal, das ist sehr gut. Ich habe nämlich auch echt nicht sonderlich viele Hungerbalken. Zombie? Ja? Wir haben zu Hause, oder? Ich kann dir auch noch eine Holzaxt geben. Das ist dein neues Zuhause. Das ist was? Die Holzaxt? Du legst die Axt auf den Boden und dann legst du dich drauf. Und dann schläfst du. Das klappt nicht. Ach Mist. Ja. Ich kann die Inseln leider noch nicht so gut. Ich wohne hier noch nicht so lange. Aber ich glaube, Hier ist sie, Zombie. Ich bin mir aber nicht hundertprozentig sicher. Ja, Leute. Ganz, ganz viele Personen waren schon eifrig. Und unsere Aufgabe ist es, bei diesem Projekt uns eine Stadt aufzubauen. Dann gibt es noch einmal in der Woche ein PvP-Event und ich glaube, alle zwei Wochen gibt es einen fetten Bosskampf, denn dieses Projekt beinhaltet die verschiedensten Mods, unter anderem Botania, dann natürlich Ex Nihilo, Agricraft und so viel mehr. Und vor allen Dingen werden durch die Bosskämpfe werden neue Sachen dann auch freigeschaltet. Unsere Aufgabe ist es dann jetzt natürlich, uns auch so ein bisschen vorzubereiten für die Bosskämpfe. Wir brauchen einerseits Ausrüstung, wir müssen hier auch mal so ein bisschen überleben auf unserer kleinen Insel. Da drüben sind übrigens unsere Nachbarn momentan. Da wohnt Dina und Gomme und Simon und wer die Leute da hinten sind, weiß ich leider nicht. Wer wohnt rechts von uns eigentlich? Ja, das frage ich mich gerade auch. Und ihr seht jetzt hier schon Sachen wie von Ex Nihilo eine Oak Barrel. Man muss hier nämlich Wasser vom Regen, wenn das mal so ein bisschen runtertropft, muss man sich das snacken. Und wir haben hier ein Crucible. Wir sind noch relativ am Anfang. Da werden wir uns auf jeden Fall viele neue Sachen noch zu Gemüte führen. Ich bin dahingehend auch noch kein Experte. Und wenn ihr dieses Modpack von den Mods vielleicht... Ich könnte ja mal so ein bisschen durchgehen, wenn ich mal hier Lava rausnehme. Mit welcher Mod wir uns denn vielleicht auch so beschäftigen sollten? Welche wirklich mega cool ist? Also da gibt es natürlich hier die verschiedensten Sachen. Botania habe ich zum Beispiel noch nie gemacht. Und ich glaube, da gibt es auch ein bisschen Magiestissel. Also da müssen wir uns auf jeden Fall... Oh. Botania habe ich mal gemacht, kann ich helfen bestimmt. Ist es cool? Weil ich sehe hier gerade Terrestrial Helmet of Revealing... Womit man dann Standfestigkeit. Ist recht schwer, irgendwas herzustellen, aber wenn man was hat, dann ist es cool, ja. Ja, das sieht hier Elementium Chestplate, also das sieht wirklich echt. Ist das immer noch alles? Ne, das ist jetzt BC Robotics. Also da ist auch ein bisschen Technik mit dabei. Das ist nach langer Zeit mal wieder auch was, wo man wirklich so ein bisschen auch erforschen kann. Unsere Aufgabe ist jetzt momentan noch, die Lava ein bisschen zu snacken. Dazu brauchen wir nämlich ein wenig Bruchstein. Und meine Freunde, wartet, wir haben hier auch schon so ein paar kleinere. Gäste. Wartet. Die mussten wir leider einsperren, weil die haben manchmal die Tendenz, Suizid zu begehen. Weißt du noch, wie alle heißen? Natürlich. Da ist Edgar, da ist Claudia, da ist Dieter, aber... Und da ist Boris und da ist ein arrogantes Schaf. Hallo. Das ist Steve. Das heißt Steve, das arrogante Schaf. Stimmt, das haben wir Steve. Das habe ich tatsächlich schon wieder vergessen. Genau, meine Damen und Herren, wenn ihr weitere Folgen sehen wollt
von Minecraft Sky. Dann müsst ihr auch unbedingt mal bei Zombie vorbeischauen. Und ich werde euch jetzt auch gleich nochmal ein paar Szenen von dem Anfangsevent präsentieren, wo wir hier den ganzen Kram gestartet haben, zusammen mit Zombie und den ganzen anderen. Deshalb hier viel Spaß. Herzlich willkommen zu... Geil! Minecraft, musst du noch sagen. Geil! Sky! Yay! Oh Gott! 4, 3, 2, 1. Voll die Zahlen. Oh, alter Schwede. So, jetzt wird abgebaut. Jetzt ist es wie bei Baro. Wir müssen aber aufpassen. Oh Gott, nicht, dass die Sachen verloren gehen. Oh Gott, hier kann man ja direkt runterfallen. Und damit kann man jetzt Blätter abbauen und dann bekommt man wahrscheinlich Zeug raus. Ja, warte, ich helfe dir, Zombie. Ich helfe dir. Ja! Wir haben den Baumgott beschworen. Ganz kurz einmal. Ah, das finde ich cool. Ich hab ganz kurz nur Felix gehauen, weil er mein Dino entführt hat. Alter, wie oft soll ich mich denn noch vor diesem Baum ducken? Warte, warte, ich helfe dir. Ist da irgendwas im Weg? Felix, ja. Dass du wegkommst. Er hat geholfen. Nee, ich war mir da bei dem Typen bin ich mir nicht ganz so sicher. Ja, dem Dino-Dieb. Pass aber gleich auf, Zombie. Weil gleich wir sind auch zu dritt, oder? Das ist Dena, Unge und Gomme. Ja, genau. Das sind unsere Nachbarn. Das sind nette Nachbarn. Aber Zombie. Der guckt doch nur. Da ist ein Schaf. Ein arrogantes Schaf. Oh Gott. Okay, Leute. Paloten, ich glaube, wir brauchen wieder einen Namen. Wie nennen wir es? Okay. Steve? Steve? Steve. Steve heißt die Minecraft-Figur. Ja, aber der kann doch trotzdem Steve heißen. Okay, ich finde Steve gut. Okay, dann haben wir Steve. Aber das Problem ist, neben Steve steht ein Creeper. Scheiße, auf der Plattform ist voll die Party. Das sind 4 Bogenschützen. Okay, Leute, wir haben ein Problem. Wir hätten nicht alle von der Insel weggehen sollen. Unsere Insel ist verloren. Suchen wir uns eine neue. Dado, du hast einen Pfeil zwischen den Augen stecken. Stimmt. Bisschen chaotisch. Aber wir sind eben auch, wie gesagt, einfach noch am Anfang. Da sind Mobs noch unheimlich schwer. Wir müssen es jetzt zum Beispiel auch noch hinbekommen. Warte mal, wo war das hier vorne drin? Ihr seht jetzt hier zum Beispiel auch Broken Tin Ore von Ex Nihilo, dann von Buildcraft, Steinzahnrad. Also Tipps und Anregungen sind immer sehr, sehr herzlich willkommen, damit wir dann auch in Zukunft bei den Bossfights und bei den PvP-Events auch ganz gut dabei sein können. Beziehungsweise, ich glaube, bei den PvP-Events wird es so sein, dass wir... Items gestellt bekommen. Hast du das Iron gesehen? Ja, das habe ich genommen. Ich wollte dich die ganze Zeit fragen, aber du hast nicht mehr aufgehört zu reden. Sorry. Soll ich einen Eimer draus machen? Ja, ja, genau, damit wir hier schön die Lava direkt abschöpfen können. Okay. Ich pack hier nochmal ein bisschen Bruchstein rein. Nee, ich glaube, der ist sogar fast schon komplett voll. Hoffe ich einfach mal. Wir können schon mehrere Lava-Eimer rausnehmen, scheinbar. Ja, nice, dann müssten wir uns in Zukunft mal da dran machen, weil ich habe ein Problem. Ja? Ich habe früher mal probiert, einen Cobblestone-Generator zu bauen. Und das ist voll in die Hose gegangen. Dann hatte ich nämlich Obsidian. Oder Obsidian. Das war ein bisschen problematisch. Ich brauche nur ein paar Blöcke, die nicht brennen. Weil ich glaube nicht, wir wollen jetzt nicht, dass alles brennt, oder? Nee, das stimmt auf jeden Fall. Ja, ich habe hier genügend Bruchstein. Das alles, ich habe da 27 drin. Und unsere Aufgaben, wie gesagt, sind jetzt einerseits Ausrüstung. Zweitens möchte ich unbedingt, das Ziel habe ich mir auch gesetzt, ich möchte mein Haus, was ich in Minecraft Freedom bewohnt habe, auch hier in die Welt implementieren und mir das richtig schön aufbauen. Dann werden wir hier gucken, dass Zombie und Mardado sich auch noch ein kleines Häuslein bauen und dann werden wir hier auf jeden Fall gucken, dass wir vielleicht, vielleicht gibt es ja auch ein paar Leute, die uns nicht ganz so wohlgesonnen sind. Also da könnt ihr euch auf jeden Fall vielleicht auch auf ein wenig Roleplay freuen. Aber dazu dann im späteren Verlauf einfach mal mehr, weil wir haben einfach noch viel zu tun. Ich stehe jetzt hier gerade mal so ein bisschen verplant rum und du erzählst, du machst die wichtigen Sachen. Genau, ja, das ist einfach so beim Projektstart, dann einfach so alles unter einen Hut zu bringen und nichts zu vergessen. Und ja, ich kann aber dann nochmal dazu sagen, täglich 14 Uhr, neue Folge mit unter anderem dem Typen mit den wunderbar rosanen Nippeln. Also du hast wirklich... Wenn ich jetzt hier Lava hinschütte... Ja? Zündet das das Holz an in der Nähe? Nein. Und wenn ich jetzt so... Nein! Obsidian. Wir haben Obsidian geschaffen! Ja! Das ist genau das, was ich meinte, Zombie. Ja, aber jetzt bin ich der Dumme, weißt du? Das ist alles okay. Aber wir haben ja noch Lava. Das ist ja alles absolut kein Problem. Das kriegen wir alles hin.
Das wird Weltklasse in den nächsten Tagen. Denn, meine Damen und Herren, aufgrund des Minecraft Freedom Finals hatte ich leider auch nicht ganz so viel Zeit, mich jetzt wirklich mit jeder Mod direkt zu beschäftigen. Deshalb schreibt jetzt unten in die Kommentare, welche Mod richtig, richtig cool ist, um welche wir uns unbedingt kümmern sollten. Dann werde ich mir bis morgen auf jeden Fall da die ganzen Tipps und Tricks durchlesen, mal ein paar Tutorials, sodass wir dann morgen mal richtig schön durchstarten. Und was auch cool ist an diesem Projekt, es muss nicht alles aufgenommen werden, was man auf diesem Server macht, sondern man kann dann auch coole Sachen vorbereiten oder auch einfach mal ein bisschen zusammen... Ja, jetzt oder zwei auf die Jahre. Ein bisschen... vernichte meine Spur. Ein bisschen Stream, also Streams von Minecraft Sky, da könnt ihr euch auch ebenfalls schon drauf freuen, denn die wird es auch zukünftig geben. So Leute, genug gequasselt, alles ganz entspannt, ihr kennt die Ziele und zwar Ausrüstung, neue Technologien, mein Minecraft Freedom House und hier einfach generell Spaß haben. Leute, wenn euch die heutige Folge gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall eine kleine Bewertung da. Wir werden, wie gesagt, unsere Insel weiter ausbauen. Und morgen um 14 Uhr sehen wir uns wieder. Schaut unbedingt bei Zombie vorbei und schaut auch unbedingt dem bei... Dem Lavameister. Dem Lava, der Obsidian King. Maudadu macht das bis zum nächsten Mal. Der kann das. Ja, aber bis zum nächsten Mal kenne ich mich dann auch ein bisschen besser aus. Schaut, wie gesagt, auch bei Maudado vorbei, denn der ist ein Mitbewohner von unserer wunderschönen Insel. Und wir sehen uns morgen wieder. Haut rein. Ciao, ciao.